wenn das mal kein Riesenproblem sind. Seit wenigen Minuten trudeln die ersten Promis im Sommerhaus der Stars 2018 ein. Eine, sagen wir rustikal eingerichtete, Villa im sonnigen Portugal ist Unterschlupf für 8 prominente Pärchen aus Deutschland. Unter anderem begegnen sich Nacktschnecke Michaela Schäfer, 34, Ex-Rücklichtkönig Bert Wollersheims, 67, und Marlene Büchner, 48, mit ihren Partnern auf engstem Raum. Weder Einzug gestaltet sich für die verwöhnte Prominenz mehr schlecht als recht. Direkt wird Ruhm gemeckert. Als Patricia Blanco, 47, mit ihrem neuen Unternehmer Nico Gollnick als erste im Haus eintrifft, wird sich erst einmal umgeguckt. Mäßig begeistert inspizieren die beiden die RTL-Villa. Als Frischverliebte haben die zwei schnell ein besonders nerviges Problem ausgemacht, die Beckensituation, B. Auch mit Sex wird es lustig, tönt die Tochter von Roberto Blanco, 81, abschätzig, als sie in die Mehrbettzimmer hineinlugt. Ihr Liebster sieht das ähnlich, das war auch mein erster Gedanke. Als zweites Paar entern Gottbier Deutschland Stars Jens Büchner und seine Ehefrau Daniela, 40, das Domizil. Die Ausstattung scheint dem Alepaar nicht der größte Dorn im Auge. Die Zwillingsmutter hat ein ganz anderes Wirkchen, im Haus gibt es zwar Zigaretten, allerdings sind die noch nicht gedreht. Genervt stromert die Blondine durchs Haus und wendet sich schließlich an ihren Ehemann, B. Ich würde gerne rauchen für meine Nerven, aber ich weiß nicht, wie man dreht.